Tag Freunde, herzlich willkommen. Heute mal ein kleines Video zum aktuellen wöchentlichen Zeitrennen. Und zwar diese Woche das Elburo Heights Zeitrennen. Dafür habe ich in meinen Koffer eingepackt auf der 5. Die, ach dir, falsche Channel, falsches Spiel. Genau, das Zeitrennen habe ich mit der Barty RR bestritten. Einfach, damit das auch jeder nachmachen kann. Die kostet ja fast nichts. Hab zwar den Motor voll aufgetunt, aber auch das kostet, soweit ich mich noch recht erinnere, nicht mal 7000. Also sollte sich auch jeder leisten können. Wenn nicht, solltet ihr vielleicht eure Spielkünste in GTA etwas hinterfragen. No front. Der erste Versuch war zwar, wie ihr vielleicht schon gesehen habt im Hintergrund, etwas kläglich, aber beim zweiten Versuch hat's dann easy, trotz dummem Fahrens, gut geklappt. Ich bin da einfach mal kurz rein, ohne mir die beste Lösung anzugucken, einfach mal fast den normalen Weg gefahren, den er einen dann auch vorschlägt im Navi. Ihr seht ja im Hintergrund, wo genau ich da lang fahre. Gibt auch noch einen deutlich schnelleren Weg über die Hügel, glaube ich. Wo genau der nochmal ist, wusste ich jetzt nicht mehr, aber wenn ihr einfach die normale Strecke fahrt und ein paar Wheelies zieht, passt das auch, selbst mit der Barty. Hab da am Ende irgendwie gemeint, ich muss hier spontan noch eine Abkürzung über den Berg nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was genau mich dazu geritten hat. Ich glaube fast, wäre ich normal die Kurve da gefahren, statt über den Hügel, wäre ich schneller gewesen. Aber kein Plan, was soll's. Bei mir hat es auch so gereicht. Ich hatte noch knapp 5 Sekunden am Ende, meine ich, übrig. Deswegen denke ich, sollte das für euch auf jeden Fall auch kein Problem sein, das zu machen. Nehmt die 102.000 GTA-Dollar mit. Es macht Bock, es lohnt sich, auch wenn ihr mal ein paar Versuche mehr brauchen solltet. Ich wünsche euch viel Erfolg. Erfolg, Freunde. So, ganz vorbei ist das Video jetzt noch nicht. Als kleinen Bonus wollte ich euch noch eine Empfehlung mitgeben, und zwar mein Highlight der Woche. Und zwar sind alle CEO-Büros samt Ausstattung 50% reduziert für die nächste Woche. Also sprich auch das legendäre und von mir schon zigmal angepriesene Maze Bank West Büro, das normalerweise 1 Million Dollar kostet, aber nun auf schlappe 500.000 Dollar reduziert ist. Wer es noch nicht hat, nehmt es euch mit, Leute, ihr werdet es nicht bereuen. Oder auch, wenn ihr euch den Traum vom Maze Bank Tower Büro schon immer erfüllen wolltet, holt es euch diese Woche, wenn ihr es holen wollt. Alles zum halben Preis. Da habe selbst ich mit dem Gedanken gespielt, es mir vielleicht zu kaufen, weil ich auch schon damals davon geträumt habe. Aber ich habe es dann doch gelassen. Macht einfach nicht so viel Sinn für mich. Also ja, schaut auf jeden Fall mal auf der Dynasty 8 Executive Webseite vorbei. Schaut, ob da was für euch dabei ist. Bedient euch, gönnt euch, Leute, wenn, dann diese Woche. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Freunde, wir sehen uns hoffentlich schon bald im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.